Initiative der CDU-CSU gibt es eine Verständigung in der Bundesregierung, dass man sowohl im präventiven Bereich, aber auch im repressiven Bereich verstärkt die technische Möglichkeit der elektronischen Fußfessel anwenden will. Als ersten Schritt wird diese Möglichkeit jetzt im Strafprozessrecht geschaffen, dass die elektronische Fußfessel für verurteilte Straftäter zur Anwendung kommt. Es gibt dann aber auch schon die Verständigung darauf, dass auch im Aufenthaltsgesetz und auch im Bundeskriminalamtsgesetz die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wird, im präventiven Bereich Gefährder zur Not mit der elektronischen Fußfessel zu versehen. Es gibt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, auf den sich die Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten verständigt hat. Dieser Maßnahmenkatalog kommt insbesondere auf Druck und auf Initiative der CDU-CSU und vor allem auch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zustande. Ich begrüße es außerordentlich, dass man sich zum Beispiel darauf verständigt hat, das Aufenthaltsgesetz maßgeblich zu verändern, beispielsweise in der Form, dass der Ausreisegewahrsam verlängert wird auf 10 Tage, dass ein eigener Haftgrund geschaffen wird für Gefährder, für Personen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, dass in Zukunft die Möglichkeit geschaffen wird, dass renitente Personen, also Personen wie Amri, die ihre Identität verschleiern oder bei ihrer Passbeschaffung nicht mitwirken, auch mit räumlichen Beschränkungen versehen werden oder dass beispielsweise auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Lage versetzt wird, die Handys von Flüchtlingen auszulesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Situation momentan so ernst ist, dass wir durchaus auch andere politische Aspekte mit in die Diskussion bringen müssen. Es gehört letzten Endes alles mit allem zusammen. Sprich, wenn sich die Herkunftsländer von Migranten renitent verhalten und nicht bereit sind zu kooperieren, dann bin ich auch der Meinung, dass Dinge wie die Entwicklungshilfe auch mit in die Diskussion gebracht werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir manchen Ländern in Millionenhöhe Entwicklungshilfe zuteil werden lassen, diese sich aber vornehm zurückhalten, wenn es darum geht, eigene Staatsangehörige, die ausreisepflichtig sind, zurückzunehmen, was nun mal eine völkerrechtliche Verpflichtung ist.